hohe Prominenz hier am Stand von Clever. Ja, der Vertriebschef ist nämlich hier. Ich grüße dich ganz herzlich. Du bist noch ganz jung. Wie alt bist du denn? 32. 32. Ja. Meine Tochter ist 33 und du hast schon hier die Vertriebsaufgabe dafür da. Ihr habt ein unglaublich tolles Händlernetz und du bist quasi dafür verantwortlich, unter anderem, dass es den Händlern gut geht, oder? Genau so ist es. Ja. Genau, wenn du mal kurz mitkommst. Ja. Ihr habt unglaublich tolle Fahrzeuge und Clever habe ich am Anfang immer so ein bisschen verortet unter der Einstiegsklasse, also sehr günstige Fahrzeuge. Das, ich sag mal, kann man gar nicht so sagen. Ihr habt günstige Fahrzeuge, aber ihr habt eine tolle Verarbeitung, oder? Du hast recht, du hast absolut recht. Wir versuchen einfach ursprünglich in diesem Einstiegssegment reinzurutschen. Ja. Wir sind ausstattungsbereinigt, glaube ich, mit einer der günstigsten Anbieter auf dem Markt. Wir haben eine super Verarbeitung, eine Serienausstattung, wo du sagst, ich muss nichts in das Fahrzeug reinmachen. Ich habe keine Pakete, gar nichts. Ich kann das Fahrzeug zum Basispreis nehmen, vom Hof fahren und in Urlaub fahren. Ne? Das habe ich gemerkt. Du hast mich darauf hingewiesen, ja, dass ihr immer eine All-In-Ausstattung habt. Ihr habt zum Beispiel Lithium-Serie. Ihr habt die Leichtmetallfelgen-Serie. Genauso ist es. Wir haben 3,5-Tonnen-Chassis-Serie, wir haben 90-Liter-Tank-Serie, wir haben Lederlenkrad-Serie, wir haben Tempomaten-Serie, wir haben LED-Tagverlicht-Serie. Also du kannst Klima, alles mit drin. Da gibt es kein Paket, was du noch dazu wählen musst, ein Basic-Paket oder irgendwie in die Richtung. Du hast Fliegenschutz von der Schiebetür drin, du hast die Fahrerhausverdunkelung mit dabei, du hast eine super Möbelbau mit 15 mm Sperrholz rundum, du hast eine geschlossensporige Isolierung, das heißt, wir haben eine Isolierung verbaut, die keine Feuchtigkeit aufnimmt. Ja, es gibt Hersteller, die durchaus eine, nicht so eine hochwertige Isolierung verbauen. Und da hast du das Problem, dass einfach die Isolierschicht Luftfeuchtigkeit aufnehmen kann oder Wasser. Ja, und wir wissen alle, was dann passiert. Ne? Also was mir ausfällt, es hat schon richtig Selbstausbauerqualität, weil viele Sachen habt ihr in Alu ausgeführt, die Kanten zum Beispiel am Einstieg, wenn du mal kurz mitkommst, das sieht man hier ganz gut. Der Till, mit dem ich hier war, der hat gesagt, die Isolierung war vor 5 Jahren noch nicht so auf dem Mars, oder? Die hat sich stark verbessert. Wir verbessern regelmäßig. Es ist egal, was. Wir hören den Kunden zu. Wir gucken die Foren durch. Wo sagen die User von den Fahrzeugen, was können wir in Zukunft verbessern? Und das lassen wir ganz normal in die Serienproduktion mit einfließen. Ne? Hier sieht man zum Beispiel, überall ist Alu mit drin. Ihr habt einen extrem reinigungsfreundlichen Boden reingemacht. Das also ist Industriequalität. Das ist eigentlich ein Fußboden, den man in einem Autohaus oder in einem Einkaufscenter findet. Einfach möglichst haltbar. Möglichst haltbar, das ist wichtig, denn ihr habt viele Händler, die diese Fahrzeuge in die Vermietung geben und auch im Moment leider zu lange. Aber warum geben sie in die Vermietung? Weil sie keine Reklamation haben. Ne? Da ist Simone, grüße dich ganz herzlich. Guck mal, so ein junger Vertriebsleiter, das ist doch Wahnsinn, oder? Ja. Und die meisten im Verkauf sind ja alte Hasen, die da kommen. Wie lange machst du den Job schon? Bei Clever bin ich seit 3 Jahren und davor war ich 10 Jahre bei Mercedes. Bei Mercedes? Ja. Okay, du kommst daher. Das heißt, Mercedes junge Sterne kennst du, ist Garantieversprechen. Junge Sterne, genau. Das ist so. Ja. Ist das hier, ist sehr schwer. Ich meine, die Qualität von Mercedes-Benz aufrechtzuerhalten im Campingbereich geht ja gar nicht, weil ihr habt so viele Einbaugeräte, für die ihr nicht verantwortlich seid. Das ist ja ein fahrendes Haus auf Rädern. Das stimmt schon, aber man kann ja schon in der Vorauswahl gute Zulieferer auswählen. Ja. Vitrifrigo habt ihr drin? Ja, warum? Ja, funktionieren, super. Kühlen funktionieren, super. Funktionieren, die sind einfach in der Bedienung. Ich habe einen Knopf, da kann ich den Kühlschrank an- und ausschalten. Ich habe 2 Knöpfe plus minus, da kann ich die Kühlstufe einstellen. Fertig, ein Silent-Modus für die Nacht und mehr brauche ich nicht. Und die kühlen richtig gut. Also das ist, kommt aus dem Profibereich, was drin ist. Ihr habt an ganz vielen Dingen überhaupt nicht gespart. Zum Beispiel habt ihr die Serien-Alus drauf, oder? Ja. So, der Vorteil ist, die kriegst du überall in ganz Europa, wenn die mal kaputt geht. Und das, was ist noch ein Vorteil? 16-Zoll-Fahrwerk, ja. Große Bremsanlage vorne. Und das richtig Coole ist, du hast einen Fahrkomfort mit dem 16 Zoll, das ist unvergleichlich. Den kannst du mit ein bisschen weniger Druck fahren, das merkst du auch, was drauf ist. Was spannend ist, ihr baut nur auf Jumper oder auch auf anderen? Nee, also wer möchte, kriegt bei uns genauso auch einen Fiat Ducato. Wir halten uns sonst natürlich an die Fahrzeuge von Stellantis, ja. Also einfach vom Chassis selber. Opel auch, würde gehen. Haben wir nicht im Portfolio, wenn wir es bekommen würden, würden spielt auch keine Rolle. Auch Opel bauen, ja, ne? Genau, es ist jeder gleich. Aber ich sag mal so, das Servicenetz ist da richtig gut, muss man sagen. Also ich kann mit dem Basisfahrzeug fahre ich ganz normal zum Autohändler, oder? Ja, genau so ist es. So, wenn ich liegen bleibe, haben die auch so eine, ich sag mal, Assistance da? Citroën Assistance und da ist ja über die Camping-Hotline im Prinzip ganz europaweites Servicenetz abgedeckt. Ne? So, ist das hier ein Prototyp, weil er nicht weiß ist? Nein. Das war ein Scherz. Das war ein Glücksgriff, muss man so sagen. Ja. Es ist natürlich gerade in. Achso, ihr nehmt das, was ihr kriegt, oder? Genau so ist es, ja. Müssen wir, wie alle.
das ist so. Das heißt, da sind viele Weiße dabei. Es ist schon eine komische Situation. Fiat baut ja ein neues Werk gerade in Polen. Ja. Was kommt? Die rüsten nach. Die haben das auch erkannt. Jetzt gibt es ja viele alternative Fahrzeughersteller. Viele gehen auch auf Ford und Co. Aber das ist ja nun mal das Fahrzeug schlechthin. Also als Camping-Kastenwagen-Ausbau ist der Ducato... Er ist halt optimal. Ne? Wir haben hier, sage ich mal, einen nahezu quadratischen... Ja, Grundriss oder das Fahrzeug an sich hat relativ steile Seitenwände und das macht es für einen Ausbau natürlich sehr, sehr einfach, da das möglichst beste Raumgefühl rauszuholen. Ne? Du kommst aus Franken? Nee. Nee, wo kommst du her? Bayern. Aus Bayern, aber nah dran? Oberbayern. Oberbayern. Oberbayern, okay. Also gar nicht Franken. So, jetzt muss ich mal gucken. Also die Family kommt aus Franken. Überall diese All-In-Ausstattung, die ihr mit drauf habt, sehen die Leute das denn auch, die Unterschiede mit dem All-In, oder ist es erklärungsbedürftig? Natürlich, Clever steht für All-In, aber es ist natürlich auch Sache des Verkäufers, das Ganze nochmal ein bisschen rauszuheben. Ne? Die sind unglaublich motiviert bei euch. Ich habe die gefragt, wie sieht's denn aus mit Garantiefälle, Abwicklung? Ihr müsst natürlich auch jonglieren. Das heißt, ihr kriegt ja für die Fertigung kriegt ihr Ersatzteile und die müsst ihr dann aufteilen teilweise. Das Thema ist ja so, du kannst nicht immer das bauen, was du willst. Die Seitz-Rahmenfenster, wo habt ihr die denn her in der Menge? Wir haben den Vorteil, dass unsere Produktion ein ganz großes Lager, eine ganz große Bevorratung macht, damit sie möglichst aufgrund der Zuliefererteile nicht stehen müssen. Ja, wir haben jetzt das Problem, dass die Fahrzeuge fehlen, aber die Ausbauteile, die haben wir zum Glück da. Also das Video wird heißen Umparken im Kopf, Clever 2.0. Denn viele Leute haben ja Clever als extrem günstig im Programm. Auch Pössl-Fahrzeuge werden ja im anderen Werk gebaut. Die genau, sind wir gehören zu Pössl. Aber wir sind rein produktionstechnisch eine komplett eigene Firma. Anzahl der ungefähr, wie viele Fahrzeuge baut ihr im Jahr? Schwankt ein bisschen 2.000 bis 2.500 Fahrzeuge im Jahr. Also ein kleinerer Hersteller eigentlich, ja, oder? Ja. Genau. So klein, aber fein. Und das Coole ist natürlich, wenn du das hast und bist ein kleiner Hersteller, dann kannst du unglaublich virtuos natürlich auf Kundenwünsche eingehen und kannst Sachen verändern. Ja, wie ist es bei euch? Also was kann man da selbst entscheiden? Oder Holzfarbe, irgendwas? Oder habt ihr wirklich schon selber? Wir haben zwei verschiedene Holzdekore. Ihr seht einmal hier unser Standardholzdekor. Helles Holz. Genau, helles Holz in Verbindung mit hellen Klappen und Silberprofilen. Und dann kann der Kunde ganz individuell wählen. Möchte er dunkle Profile, möchte er eine dunkle Arbeitsplatte, großen Kühlschrank, kleinen Kühlschrank, Badänderung, Schwenkbad, normales Bad. Clever ist auch ein großer, oder setzt einen großen Fokus auf die Sitze. Sprich, wir haben ja serienmäßig 4 Plätze im Fahrzeug, können aber wie hier bei diesem Fahrzeug Doppeldrehsitzbank vorne anbieten. Oh, zeig mir das mal. Das ist ja sensationell. Habe ich noch gar nicht gesehen, habe ich noch nie gesehen. Nee, sind wir einer der wenigen Hersteller, die das anbieten ab Werk. Ne? Simone, geh mal rein, das musst du gesehen haben. Das finde ich auch krass. Das ist eine Lounge-Sitzbank, das heißt, du hast hinten Einzelsitze und vorne die Sitzbank. Die Einzelsitze sind jetzt optional. Normalerweise habe ich da eine ganz normale Doppelsitzbank, wie man aus anderen Campern genauso kennt. Und hier habe ich halt den Vorteil, ich kann auch sagen, ich will vorne zu dritt sitzen. Mit einem Kind oder zwei Erwachsenen ist alles möglich. Sensationell. Also ich bin wirklich beeindruckt. Ihr habt, ja bitte, ja. Die Sitzqualität meinst du, oder? Die Sitzqualität ist super. Wir schäumen die Sitze selber, wir beziehen die Sitze selber. Also es ist kein Überzug, sondern die werden direkt wie im Automobilbau von uns genäht, die Stoffe, und dann direkt auf Schaumstoff gezogen. Das ist halt Qualität. Ne? Agouti-Sitze sehen so ähnlich aus. Ist das, ich sag mal, das muss ja auch formgenau sein. Die müssen auch bei längeren Fahrten, man ist ja dann schon mal 2 Tage unterwegs und so weiter, dann tut einem der Hintern weh. Die, ich sag mal, Sitzposition muss angewinkelt sein. Du hast Kinder? Ich habe Kinder, ja. Ja, dann weißt du selber, es gibt ja Kindersitze, die kannst du anwinkeln, um die in die Schlafposition zu kriegen. Ja. Und ihr habt Isofix hinten immer, oder? Serienmäßig nicht, bei der Sitzbank ja. Bei der Sitzbank und vorne komplett, oder? Vorne ist auch immer auf beiden. Fix dabei. Okay. Das ist aber hier, diese Bank, die macht ihr selber, oder wie? Nee, die kaufen wir zu und die bauen wir selber. Und von wem ist die Bank, darf man das sagen? Die ist von FASP. Okay, klasse. Also das Ganze ist, denke ich mal, sehr individuell. Da dürfte die Preismarke auch nicht reißen. Die Händler müssen mal was verdienen. Es ist unglaublich viel schwierig, oder? Ja, das ist so, ja. Es ist ein hart umkämpfter Markt. Es kommen immer mehr Hersteller auf den Markt. Und ja, natürlich, da muss man sich ein bisschen behaupten. Es kommen auch viele, die ich noch nie gesehen habe. Hier One gegenüber, kann ich jetzt gar nichts so sagen. Ihr seid praktisch greifbar in Deutschland. Ich mache einen deutschen Kaufvertrag. Ihr habt ein Händlernetz mit dabei. Wir sind eine deutsche Firma. Wir haben 26 verschiedene Händler in Europa. Achso, und ihr seid wo in Europa überall vertreten? Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, Belgien. Und dann haben wir noch Unterhändler in Schweden und Dänemark. Okay, alles klar. Lieferfähig seid ihr? Ja. Okay, das ist vielleicht auch wichtig. Guck mal hier, der hier. Simone! Simone! Sonst bleibt ihr noch da. Das wäre ja schlimm.
So, guck mal, 55.490 ist der Grundpreis. Wie ist das mit den Grundpreisen? Klär mich mal auf. Kriegt man Autos für den Grundpreis? Ja. Also wie gesagt, ich habe hier wirklich die All-In-Ausstattung, die ist drin. Ich habe da eine Lithium-Batterie drin. Ich habe mein großes Chassis drin, 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Ich kann das Fahrzeug so, wie es ist, nehmen und in Urlaub fahren. Krass. Also hier eine schöne Ausstattung. Daneben steht auch einer. Wir werden die alle noch filmen, also wenn die einzeln noch jeweils vorhaben. Aber dass wir mal die neuesten Sachen sehen. Die Messe hier, du bist mehr als zufrieden. Denn dass hier keiner kommen würde, das habt ihr nicht befürchtet. Aber dass es so gut wird, dass es die beste Messe aller Zeiten wird. Die Resonanz ist mega. Also die Resonanz ist wirklich gut. Der Start gestern war top. Was meinst du, woran das jetzt liegt? Ihr wart ja auch in Düsseldorf schon, oder? Ja, waren wir. Wir sind jedes Jahr in Düsseldorf und wir sind auch jedes Jahr eigentlich in Stuttgart. Gut, Corona-bedingt ging das die letzten Jahre nicht. Aber wie erklärst du dir das? Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die Leute hier aus dem Süden, gibt auch viele, die sind nur zu der Messe gefahren. Die fahren gar nicht nach Düsseldorf. Das ist möglich. Die warten. Okay, ich warte lieber von September bis Januar und bin dann lieber in Stuttgart direkt vor der Tür. So, klär mich mal auf. Das hier ist eine richtige Verkaufsmesse. Das heißt, hier sind Händler vor Ort. Die Händler haben jeweils auch die Verkäufer hier. Ja. Die stehen zur Verfügung und dann werden Angebote gemacht. Gibt's auch noch Messeangebote? Darf man fragen, ist da noch was drin? Wir haben kein Messeangebot direkt, aber wir haben eine Preisgarantie für die Fahrzeuge Saison 23, genau, dass der Kunde auch die Gewissheit hat, für Fahrzeuge, die in der Saison 23 produziert werden, dass da keine Preisänderung gibt. Das ist auch schon mal ein riesen Pluspunkt, muss man echt sagen, ja. So, der Till, du weißt, ich kriege ja unglaublich viele Fahrzeuge von den Herstellern, die ich kaufe. Also ich kaufe Fahrzeuge und verkaufe die immer so nach ein, zwei Jahren, um die zu testen. Damit verdiene ich mir auch ein bisschen Geld. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte Clever nach dem 29.909 Video, das war auch ein bisschen gemein, weil ihr hattet natürlich genug Autos da, aber die waren natürlich in einer Sekunde weg. Und dann kam das Video und so weiter und so fort. Und das hat so ein bisschen impliziert, das muss eine günstige Marke sein, vielleicht sogar eine billige Marke. Das stimmt aber gar nicht. Nee, es stimmt überhaupt nicht. Es war eigentlich eine Messeaktion für uns. Die ist gelungen, auch für mich. Die ist definitiv gelungen und wir haben nicht mit so einer Rückmeldung von dem Kundenkreis gerechnet. Ich glaube, die rufen immer noch an, oder? Ja, natürlich. So, aber es tut uns auch leid, wir haben einfach, dieses Modell gibt es nicht mehr, es ist damals für die Aktion oder für den Zeitraum gewesen und wir haben im Prinzip sehr, sehr viele Fahrzeuge verkauft und mussten die dann erstmal produzieren und ja klar. So, und da vorne steht er vom Freistaat, ist da, großer Partner als Freistaat. Gehört im Prinzip zur Unternehmensgruppe mit dazu. So, und das ist aber nicht der Freistaat Bayern, sondern immer wieder Leute, muss man immer wieder erklären, Sulzemoos, das liegt zwischen Augsburg und München, riesengroßer Händler, ich glaube der größte in Europa, oder? Durchaus möglich. Durchaus möglich. Komm, wir gehen mal einen Schritt weiter. Was ist es hier für einer? Das ist der Tour 45, unser Einstiegsmodell, beziehungsweise unser kleinstes Fahrzeug aus dem Portfolio. Also 540, das hat der Till auch im Einsatz. Die sehen natürlich, wenn die leer sind, immer schön groß aus. Dann kommt die Zuladung zu, dann lässt man die Jacke noch liegen und so. Die Leute können hier auf Herz und Nieren testen oder können sich reinsetzen, auch mal die Zeit nehmen, oder? Dafür sind die Autos da. So, das Design hier, die Bäder, die habt ihr stark verändert. Ihr habt viele Badtypen im Programm, oder? Wir haben im Prinzip drei verschiedene Badtypen. Das ist jetzt unser kleinstes Bad. Dann haben wir noch das normale Serienbad im 6 oder 6,36 Meter Fahrzeug und die Option Schwenkbad, wie man aus anderen Fahrzeugen auch kennt, wo man das Waschbecken natürlich auf die andere Seite klappt und dann eine schöne Duschkabine erhält. Ja, wir haben es eben mal gezeigt. Sorry, die Bettlänge ist sensationell. Also Simone ist drauf und die hat noch richtig viel Platz. Wie habt ihr das gemacht? Wir nutzen einfach die Karosseriekonturen relativ gut aus. Wir haben ja extra angepasste Soft-Touch-Wände und dadurch... Komm, das zeigen wir uns mal an. Denn Simone, wenn du dich mal gerade reinlegst ins Bett und dann hinten vorne, egal. Also Seitz, Rahmenfenster sind mit drin. Die sind überall mit drin, die Seitz. Also immer keine Serie. Option. Nein, Serie. Man muss genau hingucken, weil... Keine vorgehängten Fenster, immer Seitz, Rahmenfenster. Ne? Schließen schön bündig ab, keine Geräusche, so. Einbruchsicher. Dann Anhängelast bei den 3,5 Tonnen Chassis auch höher, oder? Ja, 3 Tonnen. 3 Tonnen, überleg mal, du kannst das als Zugfahrzeug benutzen, auch für den Alltag, wenn du kommst. Und jetzt mal ganz hinlegen bitte, mal komplett und mal gerade mal ganz lang machen, dass wir das sehen. Und jetzt siehst du auch hier, sie ist jetzt 1,65 Meter und auch ich hätte da Platz, weil keiner liegt ja so ganz ausgestreckt. Sie hatte jetzt noch die Sachen an und viele sagen ja, Querschläfer kommen nicht in die Tüte. Aber 6 Meter oder 5,40 Meter ist sensationell. Wenn du damit unterwegs bist, ist es ein richtiges Alltagsfahrzeug, oder? Spitze. Parkplatzsuche einfach, wendig, 3,45 Meter Radstand, macht das ganze Fahrzeug natürlich total agil. Warum habt ihr keine Rückfahrkamera drin, Serien? Brauchen wir die nicht bei den kleinen Clever?
das Problem, oder es ist kein Problem von der Rückfahrkamera an sich, sondern der Kunde möchte vielleicht eine andere Rückfahrkamera. Es gibt Linsen, Doppellinsen und da ist es dann schwierig. Die sind auch nicht mal so teuer, oder? Nee, die sind überhaupt nicht teuer und das Problem, wie gesagt, der Kunde hat sehr individuelle Ansprüche und dann... Die Kabel liegen schon für die Kamera? Die Kabel ist serienmäßig. Sind serienmäßig dran. Ja. Okay, die kann ich anklemmen, da wird meistens oben das Licht wird einfach genau, nur ausgetauscht. Genau, die Bremsleuchte rausschrauben, ist im Prinzip in 5 Minuten erledigt. Weil Kabel das anstecken. Das Einzige, was mir gefehlt hätte, ist jetzt eine Rückfahrkamera. Ich will aber keine Funkkamera haben, das ist mir zu unsicher, ja. Sondern will das dauernd drin haben. Nee, und deswegen Kabel ist drin und Radio bzw. Kamera kann man optional bei uns dazu bestellen. Und ansonsten dann über den Händler mit einbauen lassen. So, du hast hier mit Simone eine kleine clever Haterin, denn sie hat gesagt, das Auto ist klasse, aber mir gefallen die Schränke nicht mit dem Silber. Okay. Mir gefallen die allerdings, muss ich sagen. Du bist aber so ehrlich, hast das schon gesagt, hast gesagt, mir gefällt alles. Was gefällt dir hier nicht? Ich finde das so klasse. Ich kann es nicht erklären. Manche Sachen gefallen einem, manche nicht. Ja. Also ich bin einfach nicht so der Silber-Fan an so Schränken. Weiß ich nicht. Das ist ja auch Geschmackssache. Sind die jetzt komplett Silber in dieser Serie? Serienmäßig sind die Profile in Silber und der Kunde kann natürlich sie auch gegen Schwarz tauschen. Das geht? Ja. Okay, klasse. Wir können uns gerne drüben mal anschauen. Das ist das Fahrzeug mit den anderen. Magst du mal schauen? Drüben ist er in Schwarz? Ja. Ja, bitte mal gucken, dass wir das sehen. Denn ich sag mal, wenn ihr natürlich günstig anbieten wollt, ihr könnt jetzt nicht in die Varianz gehen mit 1000 unterschiedlichen Modellen. Das geht nicht. Ja. Hunderten. Wir haben, glaube ich, mit die größte Variantenvielfalt aller Hersteller. So, zeig mal, wo das Schwarze ist, bitte. Ja. Und also, liebe Leute, clever. Das ist für mich auch eine wirklich Überraschung hier auf dem Stand. Die Fahrzeuge sind richtig toll. Und hier sind sie schwarz, guck mal. Ja, das ist doch schon besser. Ja, kann man kombinieren mit schwarzer Arbeitsplatte, können wir uns auch gerne mal angucken. Dann ist die nicht grau, sondern schwarz und passt hervorragend. Und, alles gut? Besser, viel besser. Sehr schön. Letzte Frage, was ist das für einer? Das ist ein Flex 636. H3-Fahrzeug, sprich ich habe 2,14 Meter Stehhöhe im Fahrzeug. Ist perfekt für Leute, die über 1,87 sind. Echt? Ist das der größte, den ihr habt? Das ist der größte. Komm, wir gehen mal ganz kurz rein. Einmal nur kurz gucken, dass wir das haben. Auch den werden wir mal zeigen in dem Schnellvideo, was da mit drin ist. Preis auch hier. Das Schlimme ist ja, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ja bei kleinen Fahrzeugen schlechter als bei großen. Auf den Meter gesehen, oder? So gesehen schon, ja. Der Aufwand ist ja derselbe eigentlich. Ja. So, und jetzt hast du hier ein Fahrzeug, 6,36 Meter. Du hast Längsbetten. Und was mir aufgefallen ist bei den Längsbetten, die sind ganz tief. Du kannst also brauchst nichts. Du kannst dir einfach ein Popo fallen lassen, bist drauf, oder? Genau. Wir haben die Option jetzt hier, Standardbett relativ niedrig. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, die Betten 10, 15 cm höher zu fertigen lassen. Und dann hat man Stauraumgewinn. Simone, magst du einmal Platz nehmen kurz? Du hast noch eine Frage. mal wieder eine Frage. Ich glaube, auch für Camping-Anfänger, wie ist denn das? Muss man diese Bezüge ja trotzdem nochmal beziehen? Oder habt ihr da extra Betttücher dann dafür? Wir haben keine explizite Bettwäsche, aber normalerweise passt eine normale, haushaltsübliche. Ja? Das Schwammbetttuch, das passt sich an. Ja. Okay. Ja, geh mal drauf. Und zwar das Besondere, hier ist der Einstieg und das lieben Leute, oder? Ganz niedrig, genau. Total komfortabel. So, und das ist also gerade viele ältere Herren kaufen ja Kastenwagen. Was ist der Vorteil von Kastenwagen für dich gegenüber einem Teilintegrierten? Es gibt ja auch so Vans, die ganz schmal sind. Abmessung. Ich habe eine Metallkarosse, ich habe keinen explizit veränderten Aufbau und das ist super. Es ist die Crashtest-Sicherheit. Wir haben ja das Monocoque haben wir gefilmt, was hart ist wie Stahl. Ja. Die überschlagen sich, leben noch. Das ist hier auch so. Die Fahrzeuge sind per se viel sicherer, was den Aufbau angeht. Also beim Unfall, weil es ist das Original-Serienfahrzeug. Crashtest geprüft mit allem drum und dran. Ist das ein Argument für viele? Durchaus. Vor allem Familien mit Kindern, wo immer hinten wer sitzt. Ein super Argument. Super Argument. Das heißt, du hast auch hier wirklich die Sicherheit, die da ist. Der Tisch sollte demontiert sein während der Fahrt, oder? Ja. Das ist so. Der Gesetzgeber vor. Ist so. Viele machen es trotzdem nicht, oder? Kann ich nicht kontrollieren. Ist gefährlich. Also ich sage immer, liebe Kinder, nehmt den Tisch bitte runter. Das geht sehr schnell. Das kann man machen. Aber wenn es damals kommt, es muss nichts passieren. Aber es ist wirklich, das ist nicht gedacht, um während der Fahrt zu bleiben, oder? Das ist für den stationären Gebrauch vorhanden, aber nicht für während der Fahrt. So, hier sieht man das Ganze. Automatik ist ja hier nicht lieferbar, da muss man dann auf den Fiat warten, oder? Genau so ist es. So, der Fiat kommt ein 9er. Weißt du, was anders ist beim 9er gegen den 8er? Ich habe keine Informationen zum 9er. Ist nicht schlimm, ich auch noch nicht. Nee. Okay. Sag mal, hier vorne das Fach, machst du das mal wieder auf? Weil ich bin ganz geflasht. Hier, guck mal hier. Ihr habt das ganze Vollkorpus ausgeführt, alles nochmal verkleidet. Isoliert, gedämmt, gegen Geräusche, gegen Temperatur. Super. Jetzt mal ehrlich, auch überall, wo die Möbelstücke aufliegen, da habt ihr euch große Mühen gemacht, dass es nicht quietscht. Ihr habt also flexible, praktisch Leisten nochmal dran gemacht. Überall Kantenschutz drauf, genau.
Wie ist das Klapperverhalten? Weil gerade Fahrzeuge, die günstig sind, nicht vorhanden. Nicht vorhanden. Das ist aber neu. Also viele, bist du mal mit, ich will keinen Namen nennen, aber du fährst damit original zur nächsten Tankstelle, dann willst du die gerade zurückgeben. Ist das bei euch Pkw-Qualität? Das ist Pkw-Qualität. Echt? Ja, ja. Das ist fest. Auch die, also was krass ist, die liegen wirklich überall, habt ihr nochmal, das ist gut? Ja, so, dann, das ist sogar sehr gut. Ihr habt Möbelverbinder im Einsatz ganz stark, das habe ich eben nochmal gezeigt. Das Fahrzeug arbeitet ja und das kann man nachziehen, das heißt, die sind flexibel miteinander verbunden, ja. Sodass die nachgeben können, oder? Man kann auch, im Ernstfall könnte man die Schrauben nachziehen, wenn es jetzt mal dazu kommen sollte, aber normalerweise in der Praxis nicht notwendig. So, ganz viele Scharniere habt ihr mit drin, also das ist wichtig und natürlich tolle Option. Wenn es gerade nochmal zumachst, sei mal so nett, das hier. Da sieht man es eigentlich ganz gut, hier ist ein mega großes Schlafdach mit drin. Wie oft wird das verlangt? Circa ein Drittel der Bestellungen verfügen über Schlafdach. Ist das gut lieferbar? Ja. Okay. Kommt auch aus der eigenen Produktion. Also nicht SCA oder so, nee. Nein. So ein eigenes Dach, da hast du natürlich volle Kontrolle drüber. Das ist auch ganz wichtig. Auch unter die Qualität. Aber die Stehhöhe, das ist ja sensationell hier in dem Auto, oder? Das ist super. H3-Fahrzeug, gut. Ich habe das gezeigt. Pössl hat auch so einen ähnlichen Programm für große Menschen, ja, die da sind. Aber das Design gefällt mir hier sehr, sehr gut. Pössl, anderes Design, andere Herstellung, ähnliche Familie, ist direkt nebenan. Ihr seid quasi eine Gruppe, aber komplett getrennt. Das heißt, also ihr reibt auch manchmal ein bisschen einander, oder? Ich sag mal, um gut zu werden. Ein interner Konkurrenzkampf ist es nicht, aber natürlich Ideenfindung etc. Das meine ich damit. Genau. Das heißt also, der eine hat das, ihr kauft zusammen ein, das heißt, Einkauf ist zusammen. Ein Teil der Teile wird durchaus gemeinsam eingekauft. Was natürlich ganz wichtig ist, denn ich sag mal, je größer, desto mehr Chassis kriegst du mittlerweile. Also ich sag mal, das ist ja mittlerweile eine Verteilung, oder? Ist ja auch der Vorteil von so einer Gruppe, ne? Dass man gemeinsam die Kosten dann senken kann, was ja auch dem Kunden zugutekommt. Sucht ihr noch Händler eigentlich in anderen Ländern? Oder, Wir würden gerne expandieren, aber da muss natürlich auch die Lieferfähigkeit aufrechterhalten bleiben und da müssen Hallo. Wir erstmal... Hi, ich grüße dich ganz herzlich, Heribert. Ja, der bin ich. Du bist es, du bist woher als Händler, wo kommst du her? Wir kommen aus Schwelm, das ist bei Wuppertal. Bei Wuppertal und da findet man die schönen Clever-Modelle. Auf jeden Fall, in unserem Reisemobilcenter, Nordstraße 19. So, wir wollen jetzt das Fahrzeug räumen, damit du es verkaufen kannst. Ist das ein guter Händler? Das ist mit einer der besten Händler. So, sehr schön. Komm, wir gehen mal raus. Dann haben wir ihn auch mal drin, ein bisschen als Werbung. Jetzt machen wir das Fahrzeug frei. Ja, jetzt kannst du schreiben. Tschüss. Armor, alles klar. Wo sind die beiden denn jetzt? Jetzt sind sie weggelaufen. Das geht doch jetzt gar nicht. Du, ich danke dir recht herzlich. Das ist bitte. So der Bereich. Das hier ist so ein bisschen Meet and Greet auch für Händler. Du bist ständig unterwegs bei Händlern auch? Ich bin das ganze Jahr auch über bei unseren Vertragspartnern und schaue, dass da ein guter Service ist. Wie waren die letzten zwei Jahre für dich? Weil da gab es ja viel, ich sag mal, du hast viel abbekommen, oder? Ja klar, Preiserhöhung, das hat die ganze Branche getroffen, ist nicht leicht und auch für uns keine schöne Situation. So ist es aber, ihr habt es gemeistert, die Händler, die sind dabei geblieben und haben wirklich ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Also ich finde es sensationell und die Fahrzeuge begeistern wirklich durch viele tolle Ideen, die ihr habt. Und jetzt hast du auch deinen schwarzen Schrank. Was habe ich? Einen schwarzen Schrank. Ja, jetzt habe ich den endlich. Hast du noch eine letzte Frage? Ich habe eine Frage, natürlich. Klar. Immer eine parat. Ihr habt ja jetzt in dem einen Modell für die Kids, heißt es glaube ich, ne? Vario, ja. Kids. Ja. Habt ihr ja diesen drehbaren Vordersitz, Doppelsitz. Wieso macht ihr das nicht in mehr Fahrzeugen? Das ist ja eigentlich so eine Besonderheit von euch auch. Das bekommt der Kunde in jedem Fahrzeug von uns, wenn er es möchte. Ja, wenn. Es ist nicht serienmäßig drin, sondern wenn der Kunde sagt, ich brauche 5 Sitzplätze und möchte den 5. Sitzplatz quasi vorne haben, ja, dann kann er den bestellen. Warum kriegt das sonst keiner hin? Müssen wir die Mitbewerber fragen. Keine Ahnung. Aber oft wird ja auch kopiert. Hast du überhaupt noch Zeit? Zum Beispiel jetzt in Düsseldorf hast du gar keine Zeit gehabt, über die Messe zu gehen, oder? Ich war Düsseldorf ehrlich gesagt nicht, aus privaten Gründen. Aber ansonsten bin ich auf jeder Messe vertreten. Und du guckst auch hier mal, was der eine oder andere hat. Weil die Auswahl ist ja schier unmöglich. Natürlich, oder? Man muss ja immer gucken, was machen die anderen. Kann sich auch Ideen holen. Ich hole mir auch gern Feedback von Mitbewerbern. Um Gottes Willen, es ist ja kein Konkurrenzkampf in dem Sinne, sondern so ein Miteinander. Wichtig sind die Kunden. Ihr lest die Kommentare tatsächlich und die Google-Bewertung, ne? Genau. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, darauf einzugehen, das ernst zu nehmen. Also wenn da einer kommt, denn viele ignorieren das. Das merkst du sofort. Und ja, also, liebe Leute, da ist er. Sag nochmal deinen vollen Vor- und Zunamen. Christopher. Von? Pelden. Von Christopher von Pelden, ja. Und das Ganze ist sensationell. Ich bin wirklich stolz auf dich, dass du das Ganze meisterst mit so vielen Händlern und allen drum und dran. Fulltime-Job und bei Mercedes-Benz ist es eine gute Schule gewesen, oder? Auf jeden Fall. Okay, so ist es. Ja, vielen, vielen Dank, Simone. Wir haben viel gelernt über eine tolle Marke, Clever Vans. Heute ist der
15. Januar 2023. Wir sind auf der CMT in Stuttgart auf dem Stand von Clever Vans. Und wirklich, guckt euch die Fahrzeuge ganz genau an, guckt euch jedes Video an. Alles ist ein bisschen anders. Und eins kann ich dir sagen, wir verbringen besonders viel Zeit auf eurem Stand. Thema Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das flecht die Leute. Du kannst noch so viel bauen, wenn du da ein Preisschild von 80.000 dran schraubst, dann wird es schwer, oder? Schreckt ab. Schreckt ab. Tschüss, danke. Danke. Ciao, ciao.